Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Together. Ja, es ist schon wieder soweit. Und mit wieder soweit meine ich natürlich Enchanting. Als erstes räumen wir hier mal die Silkstoff-Spitzhacke weg. Ihr seht, unsere erste Efficiency-Spitzhacke ist so gut wie kaputt. Ich glaube es ja selber nicht. Ist das nicht unbelievable? Mehr oder weniger, würde ich sagen. Die brauche ich auch demnächst. Und ja, wir können eigentlich hier nochmal die Hose probieren. Jetzt als nächstes, würde ich sagen, haben wir gesagt. Und wir probieren es beim fünften Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und Fire Protection. Nicht wirklich useful. Aber naja. Was will man machen? Genau, dann würde ich sagen, da die E-Ball kaputt ist, nehmen wir uns gleich mal wieder eine neue mit. Ja, wir nehmen uns eine gute mit. Und ja, ich habe ein bisschen weitergearbeitet unten. Natürlich. Ich bin ja nicht untätig. Und ja, ich habe das Ganze ein bisschen jetzt schon mal ausgehoben. Und dazu werdet ihr jetzt auch einen kurzen Clip sehen, eine kurze Montage, wie das hier bis jetzt zustande gekommen ist. Genau. So, und dann sind wir. Fuck. Hackt. Scheiße. So, und da sind wir wieder nach diesem kurzen kleinen Montage-Clip. Ja, ich habe nicht viel aufgenommen. Ich habe eigentlich sind es nur ein paar Sachen. Ich habe das meiste schon off-camera gemacht. Naja, es ist es soweit. Hier stehen wir vor dem Ende. Hier bin ich jetzt halt von der Druckplatte jeweils 10 Blöcke rein. Das heißt, der ganze Raum ist 20 breit. 20 mal 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wenn ich mich jetzt nicht verzähle. 16 oder 17? Ich glaube 17. Also 20 mal 17. Ja, ist ja eigentlich egal. Und ja, hier drin werden wir eine Villager Breeding Cell Station House Farm bauen. Und da hat wohl Avira wieder einen neuen Virus gefunden. Finde ich schön dafür. Für sie. Für es. Warum auch immer. Und ja. Ich würde sagen, ich schaue mir vielleicht auf YouTube ein paar Designs an und überlege mir auch, wie das Ganze überhaupt funktioniert, weil ich weiß, es müssen 15 Türen sein, damit sie selber breeden, wenn mich nicht alles täuscht. Was ich mir aber auch vorstellen kann, dass ich machen werde, ist eine automatische Villager-Züchtungsstationen hierher zu bauen. Und zwar das nach dem Design, das der Doc M gemacht hat. Das wird ziemlich sicher hier in die Mitte kommen und dann links und rechts natürliche sein. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Genau. Außerdem möchte ich. Dafür haben wir jetzt halt auch die Silk Touch Spitzhacke. Beziehungsweise die Schaufel. Ah, okay. Und wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen was von diesem Psyllium holen. Mycelium. So, einmal hier durchgeackert. Und wieder ein bisschen was gesetzt. Viel haben wir nicht mehr dabei. Für eine Reihe hinten rechts. Aber davon brauchen wir eigentlich eh nicht so viel. Ich möchte aber wahrscheinlich dann hier ein bisschen was einbauen. Genau, hier ist quasi die Villager und in diese Richtung möchte ich dann eventuell nicht nur, ja, oder ich bleibe hier bei den Einfarmen, genau. Hier, genau, hier bleibe ich genau wie vor bei diesen ja, Bambusrohrzucht Farmen und so. Und hier, denke ich, werde ich es dann so machen, dass ich links oder rechts nach unten gehe und dann unten eine große Station habe, wo ich quasi Kühe, Schweine, Schafe und alles so separat quasi habe. Quasi das befindet sich dann unter
diesem Raum im Prinzip, denke ich mal. Bloß noch ein bisschen größer. Genau, das heißt, es bedeutet wieder viel Arbeit. Aber wir haben ja Zeit. Ich werde mich jetzt erstmal um das Villager Breeding System hier kümmern und dann schauen wir weiter. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt nach einer ziemlich langen Aufnahmepause hier wieder zurück. Und ja, ich habe sie soweit fertig gebaut. Die Breeding-Maschine für die Villager. Allerdings habe ich noch keine Villager reingetan. Ja, das ist das Einzige, was jetzt noch abgeht. Und leider ist das Teil bisschen größer geworden, als ich dachte. Ich schaue das Ganze mal an. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Vom Design her gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Je nachdem werde ich hier vielleicht um die Kurve auch noch gehen. Wir werden vielleicht die Wände nochmal um 5 maximal, vielleicht sogar nochmal um 10 Blöcke. Ich weiß leider ohnehin nicht, wie weit wir hier in die Richtung gehen können. Okay, jetzt wisst ihr es, 3 Blöcke können wir noch. Die werden wir vermutlich auf jeden Fall ausnutzen. Und um hier nochmal ein bisschen mehr Platz zu bekommen, ansonsten müssten wir das Ganze auch nochmal nach unten verlegen. Genau. Ja, so sieht es aus. Das Design vom Dock M hat ja nur, ist ja nur hier 1, also quasi um einen Block schmäler, aber dann passt es nicht so auf einen 2-Block Platz. Also es ist eine unregelmäßige Zahl und ich wollte eine regelmäßige Zahl, deswegen ist es bei mir ein bisschen breiter. Aber es funktioniert alles genauso, glaube ich. Hier, egal welchen Hebel man drückt, also sie sind eh schon oben. Egal welchen Hebel man hier drückt, beide Lampen gehen an und sie fahren runter und das Wasser geht an. Und egal welchen Button man hier drückt, beide fahren wieder hoch, Wasser geht aus und somit sind sie wieder oben. Hier funktioniert es genauso. Einmal meine Villager holen, dann Villager holen. Ich habe jetzt noch keinen Killing-Mechanismus eingebaut, da ich die Villager ja erstmal behalten möchte. Und deswegen, ja, hier könnte man rein theoretisch noch irgendwie sowas machen. Aber vorerst lassen wir das mal dabei so. Genau. So, jetzt ist es nur so. Wir haben ja hier unsere Villager-Spawn-Eier. Nur das Problem ist, wir müssen mindestens noch eins kaufen, denn wir brauchen ja hier 2 und oben mindestens eins. Das heißt, wir setzen jetzt erstmal die beiden hier. Und schauen schon mal 16 rohes Fleisch, 21 Getreide. Der Getreideheini, der könnte für uns eventuell schon mal interessant sein. Und ja, jetzt müssen wir halt einerseits mal hoffen, dass sie sich vielleicht jetzt gleich schon breeden, aber was ich nicht glaube. Und wir brauchen halt jetzt noch eine dritte Person oben. Und diese Person, die müssen wir uns aber erst kaufen. Das heißt, wir gehen zum Spawn und schauen, dass ich mir erstmal 100 Timoleons hole. Das habe ich heute ganz vergessen. Ich Vogel. So, alter Spawn, Downtown Portal braucht keiner. Wir wollen zu Farming Town. Genau. Hier sind wir eh schon. Und dann kaufen wir uns hier für, wo war das? 1000 einen neuen Villager. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann befinden wir uns wieder hier. Und wir gehen wieder runter. Genau, zack, zack, zack. Zack, wieder alles aufmachen. Und da sehen wir, die 2 Villager sind gerade fleißig am Arbeiten. Und jetzt brechen wir einfach mal hier ein. Und brauchen irgendeinen Block, um da jetzt mal dabei hochzukommen. Ich mache hier vorsichtshalber mal noch zu. Normalerweise müsste das System hier so funktionieren. Hier seht ihr mal, wie das Ganze von innen ausschaut.
Das ist alles nach dem Design von ihm. Wobei ich mir jetzt nicht, also was ich mir jetzt nicht sicher bin, soweit ich doch weiß, muss über den Türen Luft sein. Und zwar, glaube ich, mindestens 25 Blöcke oder komplett. Wenn das so ist, haben wir ein Problem. Ich habe jetzt einfach mal nur nach oben gegraben. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. So, du bleibst jetzt erstmal oben. Denn ich würde sagen, wir setzen dich dahin. Das dürfte für uns irgendwo möglicherweise das Einfachste sein. Und jetzt fahren wir euch einfach runter. Ihr werdet dabei ein bisschen herumgetrieben. Das macht jetzt aber dabei gar nichts. Genau, und wir haben jetzt einen Villager da drin. Und jetzt lassen wir den Villager wieder hochfahren. Die können hier nicht raus, das habe ich extra so gemacht. Hier sind überall Half-Steps. So ist es ziemlich offen für uns. Das heißt, wir sehen viel. Aber dennoch ist es quasi für sie nicht möglich auszubrechen oder für uns hineinzufahren. Genau, die steht jetzt hier oben. So wollen wir es. Dann müssen wir oben halt später nochmal einen zweiten hinzufügen irgendwie. Vielleicht müssen wir uns den auch kaufen. Genau. So, und rein theoretisch müsste es jetzt funktionieren. Wie gesagt, ich glaube aber nur, dass wir über den Villagern Airblocks, also über den Türen Airblocks brauchen. Und ja, ich werde das Ganze jetzt gleich mal machen und schauen, wo wir da rauskommen und dann sehen wir uns wieder. So, und da haben wir auch schon das Problem. Wir kommen einmal mit der linken Seite hier raus, das heißt diese noch weg. Und mit dem anderen Teil da und da weg. Ja. Das Gute ist, dass es quasi noch innerhalb dieses Raumes. Und da dieser Raum ja hier sowieso so gut wie aufgelöst ist, habe ich mir gedacht, dass ich da jetzt nicht hoffentlich nicht runterfall, genau. Und da oben dieses komische Treppending ist, also das ist wirklich eine Treppe für sich, die findet ihr so nirgends. Das ist keine normale Treppe, das ist diese Treppe könnt ihr nur im originalen Wood Super Duper Shop kaufen. Nee, das ist für da oben, wo es immer noch übelst leer ist. Man kann links oder rechts gehen, dann hier hoch, hier wieder rum. Das wäre, wenn man außen gegangen wäre. Dann wieder links oder rechts, dann wieder hoch, dann wieder links, dann wieder hoch. Hier wäre man dann wieder gekommen und dann hier rauf. Also eine fast gar nicht komplizierte Treppe. Und ja, es ist nicht so das Wahre da. Das habe ich halt damals gebaut. Dachstuhl brauchen wir. Müssen wir irgendwas machen. Also machen wir einfach das. Aber da das hier so bescheiden ist und wir hier sowieso das Problem haben, habe ich mir gedacht, wir reißen dieses Eck hier weg komplett. Und gibst du ra. Und können dafür unsere Villager Breeding Maschinen Cell System da unten anhaben. Dann haben wir hier quasi wieder so eine Aussparung wie vorne beim Eingang. Wie hier. Das ist im Prinzip nichts anderes. Ich glaube von der Größe sogar genau gleich. Und ob ich dann so auch wieder nach hinten hinaus mache, weiß ich noch nicht. Ja. Genau, was ich hier dann mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht ein bisschen mehr Garten oder hier nochmal eine Diagonalwand reinziehen. Mal schauen. Aber das mache ich nicht mehr heute. Die Aufnahmesession ist es zur Hälfte rum. Aber es ist jetzt schon ziemlich spät. Und deswegen denke ich, dass ich die Aufnahme morgen fortsetzen werde. Sofern ich Zeit dazu habe. Ansonsten halt übermorgen. Aber ich bin mir sicher, dass ich die Folge morgen fertig bekomme. Genau. Und ja, wie immer weise. Wir sehen uns nächsten Freititag. Nicht ganz. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich sehe mich dann hoffentlich morgen wieder. Frisch und munter und ausgeruht. Und bereit, da unten alles zu geben für die Villager. Wir können ja noch mal kurz nachschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch nichts passiert ist. Ich mache die Tür mittlerweile mal zu, nicht, dass da noch. Ich bin ja irgendwann überlegt, wenn da wirklich ein kleiner mal spawnen sollte.
Ich glaube, der Kleine kann hier nämlich raus. Die Biwile Villager. Da müssen wir noch schauen. Vielleicht müssen wir noch so Glaspanes hinsetzen. Was ja eigentlich auch keine große Schande wäre. Mal kurz ein paar. Nur für den Fall. Genau. Und notfalls könnte man sie auch hier noch connecten. Aber ich weiß nicht, ob die dann da auch noch durch können. Das sehen wir dann. Genau. Für heute verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Hundkrebscam sagt Servus. Tschaußen. So, da sind wir wieder. Ein paar Tage später als geplant. Aber ja, in der Zwischenzeit habe ich mal ein paar andere Folgen aufgenommen. Ja. Und ich habe natürlich auch ein bisschen weitergebaut. Unter anderem habe ich nun angefangen, hier ein neues Treppensystem einzubauen. Hier habe ich jetzt so ziemlich alle Kisten weg. Zwei Stück sind noch da. Drei. Ja. Die komme ich momentan nicht hin. Mal schauen, wie ich das hier mache. Auf jeden Fall geht es jetzt links und rechts hier hoch. Und dann habe ich hier eine neue Treppe hingebaut. La 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 la. Und ja, ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, warum ist jetzt hier wieder alles zu? Ich habe doch das letztens alles aufgemacht, damit da unten Licht auf die Villagers kommen kann. Ja, diese Träume hat mir Messalini zerstört. Vielen Dank auch. ja, nee, sie hat mir erklärt, dass das nicht möglich ist. Weil ja im Bereich von, ich glaube, 200 Blöcken oder so, oder weniger oder mehr, auch wie auch immer, dürfen keine anderen Türen sein. Und ich glaube euch, das ist bewusst, dass mehr als auch nur eine Tür in der Nähe ist. Das heißt, wir können dieses System hier komplett vergessen. Die werden so nie breeden. Das heißt, ich werde das komplette Teil hier wieder abreißen. Und dann eben wie geplant ein paar schöne Dekorationen hier reinbauen. Ich möchte jetzt quasi hier komplett Gras haben, drei, vier Häuser oder so. Und dann halt ab und zu mal wieder einen neuen Villager, wenn ich mal, keine Ahnung, ein bisschen zu viel Kohle habe. Letztens habe ich mein Enchanting Table verkauft. Für genauso viel Geld, damit ich 20.000 habe. Aber jetzt bin ich schon wieder bei 20.100, weil ich eben wieder spawn war und so. Aber jetzt fahre ich wenigstens wieder runde Zahlen. Genau. Und ja. Ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan. Nicht wirklich zumindest. Schauen wir nochmal kurz hoch. Getreideform. Ne, ja, hier habe ich einen kleinen zusätzlichen Eingang jetzt gemacht, damit man auch von draußen hin kann. Das werde ich hier wahrscheinlich nochmal umbauen. Und zwar so, dass man auch von unten einen Hebel hat, damit man quasi von oben und von unten Hebel auf und Hebel zu machen kann. Genau, hier habe ich jetzt die Kisten dahin getan. Kohle, Blaze Rods. Und ja, ich glaube, das dürfte eigentlich hübsch gewesen sein. Hey, Messer ist da. Muss ich gleich mal Hallo sagen. Also bis gleich. Ja, ich habe jetzt hier eine Holzschaufel, Level 30 und Fortune 2 Efficiency 4. Top, oder? So, und da sind wir wieder. Und so sieht es aus. Ja, komplett entfernt und dafür jetzt alles aus Gras. Und ihr seht schon, hier ist ein Zaun drin und ich habe die Druckplatten weggemacht. Ja. mir ist es zu spät aufgefallen, leider. Ich erzähle euch mal kurz noch ein bisschen was. Gestern war Messalini noch da, die hat mir geholfen, hier das ja, auszugraben und wieder zu befüllen. Das muss ich dann auch noch irgendwann rausreißen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das da irgendwie mit einbaue oder so. Auf jeden Fall, ja, bin ich rausgegangen. Da drüben da ein bisschen Mycelium wieder gefahren und so und auf einmal rennt ein Villager vorne vorbei. Und ich habe mir gedacht, what the fuck? Und dann ist der schon, der ist brutal, der ist so zielstrebig gewesen, das war unglaublich. Der ist einfach zack hochgelaufen. Es war wirklich
Krass, dann ist der zweite auch noch rausgegangen. Und ja, da hat mir Celine schon gesagt, warum ich da Druckplatten hatte und so. Und daran habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht gehabt. Auf jeden Fall habe ich jetzt halt hier den Button angebracht. Den können sie ja nicht betätigen. Das war auch gar nicht mal so leicht. Also ich musste den extra so weit darüber tun, weil ich sonst irgendwie das Signal von der Tür mit einbunden habe oder so. Außerdem habe ich jetzt hier noch eine Tür eingebaut, einen Zaun, weil einmal da habe ich aufgemacht, dann kam der sofort auf mich zugerannt, das war brutal. Die können laufen, ich denke echt manchmal, die haben Speedball. Dann, außerdem hat mir Messalini noch gesagt, dass das mit diesen Villagern ein Problem gibt. Und zwar, die spawnen die manchmal einfach. Sprich, alles was aus diesen Spawn-Eiern ist, die spawnt manchmal. Jetzt ist nur das Problem, sie können ja nicht breeden. Soweit ich weiß. Was ich mir vielleicht nur überlegt habe, ist einfach mal nur eine normale Station aufzubauen. Und zwar, ich glaube, man braucht ja 15 Türen, um es als Dorf zu bezeichnen. Das Problem ist nur, wir sind hier im Untergrund und somit bräuchte man einen Block drüber. Und von dem her geht das eh nicht. Und darum habe ich mir wieder gedacht, ich mache nur vier kleine Häuser hier, überall wo die Türen stehen. Die habe ich einfach mal nur in der Hand gehabt, darum habe ich sie das aber hingesetzt. Vier kleine Häuser, so was weiß ich, mit der Tür 1, 2, 3, 3 mal 3 quasi. Und irgendwie so. Und dann habe ich mir noch gedacht, weil wenn die verschwinden, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Ja, aber das sehen wir ja dann. Auf jeden Fall möchte ich ganz gerne hier irgendwie, also der ist mein Lieblingsheini. Dazu brauche ich aber noch viel mehr Getreide. Und ich möchte wenigstens eine Doppelkiste voll machen und dann mit dem traden. Der hat Emerald gegen Brot. Und der hat 21 Getreide. Genau. Ich werde jetzt hier ein bisschen an die Häuser, an den Häuser weiterbauen. Das einzige Problem ist natürlich, man muss immer hier raus zuerst und dann rein. Genau. Ich werde jetzt an den Häusern weiterbauen. Und habe ich sonst noch irgendwas? Ah ja, hier habe ich jetzt die Druckplatte weggetan, auch auf Empfehlung von Messalini, weil nur wenn ich sie brauche, weil ich brauche ja nicht immer den Brauraum sozusagen. Und wenn ich ihn immer brauche, gehe ich halt so rüber. Und ansonsten kann ich ihn quasi einfach nur ausweichen. Genau. So ist es. Und ja, Getreide haben wir gestern wieder geerntet. Messer und ich. Bisschen was ist da. Genau. Alles klar, dann würde ich sagen, baue ich unten weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Welcome back. Und jetzt ist es soweit. Vier verschiedene Häuser, alle das gleiche Design. Sie sind fertig. Ja. Ich habe quasi von jedem Holzmaterial ein Haus gebaut quasi. Mit jeweils zwei Seitenfenstern und innen schauen sie eigentlich alle quasi gleich aus. Bloß jeweils mit dem verschiedenen Holz. Eine Glowstone-Lampe drin zur Beleuchtung. Einfach nur von unten gepowert. Vertikal gelegene Holzstämme von dem jeweiligen Material. Ja, soweit ganz gut. Hier stehen sie alle rum. Die Decke habe ich nochmal um 1 erhöhen müssen, weil sonst wird der Scheiß auch schon. Das werde ich dann wahrscheinlich hier nicht machen können. Aber vielleicht mache ich einen Rand rundherum mit so Upside Down Half Stufen von diesem Material, Stone Bricks. Und dann oben drum, vielleicht wenn dann der Glitch behoben ist von 1.4, diese Light Bug, dann kann ich überall Upside Down Half Steps hinsetzen von Stone Bricks. Und ich glaube, das wird dann ganz geil ausschauen. Genau, also wie gesagt, schon alle gleich aus vom Design her. Ich finde, die passen hier eigentlich ganz gut rein. Jetzt ist nur die Frage, ich wollte hier eigentlich irgend so einen kleinen Fluss oder Bach haben, aber ihr seht schon, das ist von der Größe her ist es gar nicht mal so leicht. Was wir, glaube ich, auch brauchen, ist ein Spotlight, der Tageslicht bringt. Ich werde vielleicht mal schauen, wo wir da vielleicht ganz gut durchkommen. Und ansonsten hätte ich hier in der Mitte den kleinen Brunnen und genau auf dem Brunnen quasi dann drauf das Tageslicht. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Genau. Und ja, jetzt schaue ich mal eben, dass wir das ja weiterbekommen. Und wenn ich das dann habe, dann begebe ich mich noch an eine neue Farm. Und zwar da drin. Ich möchte eine
wie sagt man, Kakaobohnenfarm machen. Und ja, so weit, so gut. Wir sehen uns gleich wieder. So, und ja. Ich habe einen kleinen Fluss eingebaut. Und die Decke und alles schön clean gemacht. Und ich finde das hier eigentlich ganz, ganz niedlich. Hier so einen kleinen Weg. Klosenlampe. Ich will euch nicht stören. Und ja. Hier habe ich noch Glowstone Lamps unten reingesetzt. Und ja, dann kann der da bequem rüber gehen. Er kann zwar auch darüber gehen. Und wir können einfach nur so drüber jumpen. Aber manchmal funktioniert's. Kann man, wenn man einen bestimmten Winkel hat, dann kann man einfach nur drüber gehen. Voll cool. Zack. Und ja. Ich denke, ich belasse es jetzt bei dieser Folge. Was zum Teufel machst denn du da? Doch eins werden wir noch machen. Und zwar werden wir uns noch die Kühe hier reintun und die Schafe. Und dann brauchen wir aber noch Getreide, dann wir müssen die breeden. Denn soweit ich weiß, haben die das gleiche Problem wie die Villager, dass die aus den Spawn-Eiern irgendwann mal verschwinden. Das heißt, wir schauen, dass wir da noch zwei machen. Holen wir uns kurz ein bisschen Getreide. Ist auch schon wieder fast fertig. Vollidiot. Und da wurde ich kurz unterbrochen, aber jetzt bin ich wieder da. Wir gehen also hier runter und breeden hier einmal die da und die da und die da. Lasst sie Liebe machen. Yay! Ja, und du frisst mir jetzt gleich hier alles weg, oder wie? Finde ich aber nicht sehr nett. Stimmt, Schafe sind hier vielleicht gar nicht mal so gut. Ertrinken die? Nee. Die kommen schon da weg. Die wissen schon, wie sie es machen. Ich lasse die jetzt hier mal. Und dann, ja, würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt für diese Folge. Das Getreide lassen wir mal gleich noch da. In der Ender Chest. Und dann können wir das nächste Mal nochmal breeden, sodass wir zwei haben. Auf jeden Fall zwei Kühe aus separaten, nicht gespawnten Eiern. Ups. Und bei den Schafen werden wir es vielleicht so machen, dass ich die dann eben verschiebe. Quasi mit Getreide und woanders hinziehe. Und dann eben in einen anderen Bereich habe. Weil wenn die mir alles auffressen, das ist, glaube ich, nicht so toll. Nee, das wird mir nicht gefallen. Genau, aber das machen wir das nächste Mal. Ich verabschiede mich für heute von euch. Ja, ich muss jetzt dann los. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann geht's an die Kakaobohnenfarm und was da sonst noch für Farmen da reinkommen. Ich hoffe, da fällt mir schon noch was ein. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Krebscreme sagt Servus. Chosen.